Für all diejenigen, die noch nicht gegen das Coronavirus geimpft sind, gehört Testen mittlerweile zum Alltag. Da seit gestern Selbsttests zu Hause, unter anderem beim Friseur, nicht mehr anerkannt werden, rückt das Testen in sogenannten Testzentren immer mehr in den Mittelpunkt. Neben stationären Stellen gibt es auch mobile Tester. Seit kurzem ist da auch ein regionales Busunternehmen mit unterwegs. Sicher erinnern sich viele von Ihnen, liebe Zuschauer, an so manche Reise mit einem Bus von Leistner Reisen zu Hause in Zwickau. Auch wir waren schon mit einem der Busse unterwegs. Unser Ziel war die Zwickauer Hütte. Pandemiebedingt bleiben die Busse aktuell auf dem Hof stehen. Am heutigen Vormittag war dann aber eines der farbenprächtigen Gefährte auf dem Zwickauer Hauptmarkt zu sehen. Was es damit auf sich hatte, haben wir hinterfragt. Mein Name ist Eddie Zergiebe und ich bin also im Unternehmen als Reisebusfahrer im Normalfall tätig und übernehme auch einige organisatorischen Aufgaben mit. Die organisatorischen Aufgaben sind das eine und derzeit müssen Sie auch ein bisschen um die Ecke denken und sind jetzt mit einem Testbus unterwegs. Ja, genau. Wir mussten natürlich auch reagieren. Leider dürfen wir unserer eigenen Berufstätigkeit nicht nachgehen, was das Reisen ist, was wir ja leidenschaftlich gerne machen. Und dadurch, dass die Busreisen immer noch verboten sind, haben wir jetzt kurzerhand also aus unserem Reisebus, einen unserer Flotte, ein mobiles Schnelltestzentrum gemacht. Heute hier auf dem Zwickauer Hauptmarkt, wo finden Sie die Leute in nächster Zeit? Ja, also wir sind heute Nachmittag dann noch in Marienthal jetzt im Anschluss unterwegs. Von 11.15 Uhr bis 13.15 Uhr und am Nachmittag dann 14 bis 17 Uhr im Pleisencenter in Steinpleis. Die nächsten Tage? Morgen ist ja dann der Feiertag, da sind wir also nicht unterwegs. Und am Freitag sind wir dann in Reinsdorf. Das hat sich jetzt schon so eingespielt. Da sind wir also jetzt schon seit 2 Wochen immer vormittags 10 bis 12 Uhr. Hat uns auch der Bürgermeister von Reinsdorf, der Herr Ludwig, sehr gut unterstützt und das uns mit ins Boot geholt, dafür Reinsdorf. Wenn die Leute sich dafür interessieren, können sie ad hoc vor Ort sein oder was müssen sie beachten? Also günstig ist immer für uns, wenn die Leute gleich ihre Gesundheitskarte oder Krankenkassenkarte, unter dem Begriff kennt es ja viele noch, mithaben. Und dann können sie ohne Anmeldung bei uns also den Schnelltest machen lassen. Die weiteren Informationen finden Sie sicher auf Ihrer Website? Genau, das ist dann unter www.leistner-reisen.de/Schnelltest zu finden. Und da steht auch immer dann der Plan für die folgende Woche, der Fahrplan. Ja. Dann hoffen wir, dass die Busse von Leistner Reisen sehr bald wieder ihren eigentlichen Zweck erfüllen können, nämlich Menschen von A nach B zu bringen, um dort schöne Momente zu erleben.